Viel Applaus für eine ausgewachsene Rede des Bundesfinanzministers. Nun gut, es gibt sicherlich Minister mit einer schlechteren Bilanz als Wolfgang Schäuble, die er hier ausführlich gewürdigt hat. Und wir wollen mal hören, was die Delegierten so denken. Hans-Werner Fittkau für uns. Ja, Wolfgang Schäuble spricht und argumentiert für ein wirtschaftlich starkes Deutschland. Gerti Meyer-Vorfelder kommt aus einer sehr wirtschaftlich sehr starken Region, nämlich aus Böblingen. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Obwohl es Ihnen ökonomisch in der Region so gut geht, haben Sie mir gerade erzählt, machen Sie sich vor dem Hintergrund der Flüchtlingsfrage doch Sorgen, was den Arbeitsmarkt angeht. Welche denn? Sorgen in diesem Sinne mache ich mir keine. Ich vertraue eben, was Sie erwähnten, auf die Wirtschaftskraft und die Stärke der Region, dass sie in der Lage sein wird, ausreichend Arbeitsplätze für diese unglaublich große Menge von jungen Menschen zur Verfügung zu stellen. Es sind bestimmt qualifizierte junge Menschen, aber es sind auch bestimmt viele Menschen, die eben nicht über eine qualifizierte Ausbildung verfügen, die unsere hochtechnisierte Welt benötigt. Und da habe ich eine gewisse Sorge, wie lange es dauern wird und ob es uns gelingen wird, diese jungen Menschen zu qualifizieren, um sie so zu integrieren, denn das ist der Schlüssel. Wir sind ja jetzt mitten in der Aussprache zur Rede der Kanzlerin, zum Leitantrag der Karlsruher Erklärung. Was ist für Sie jetzt in den letzten Stunden besonders, aber auch innerhalb der Rede von Kanzlerin Merkel, ihrer Vorsitzenden, das Wichtigste gewesen, der wichtigste Akzent? Der wichtigste Akzent dieser Rede für mich war, dass unsere Kanzlerin uns ermutigt hat, an unsere eigene Stärke zu glauben und auf unsere Werte verwiesen hat, dass ihr Volk, in diesem Fall möchte ich wirklich das so benennen, die Kraft hat, die Probleme, die wirklich wahrscheinlich ein Jahrhundertproblem sind, dass wir die bewältigen können. Und das hat mich sehr berührt, weil ich auch das Gefühl hatte, dass die Kanzlerin einen Schicksalstag heute erlebt hat. Für mich ist das ein historischer Parteitag. Ich bin sehr berührt, dass ich daran teilnehmen kann und erlebt habe, dass hier 1000 Menschen angesprochen wurden, von denen ich überzeugt bin, dass sie aus voller Überzeugung der Kanzlerin den Rücken stärken werden, damit die Probleme, die auf uns zukommen, gelöst werden können. Ich habe volles Vertrauen, weil ich eben auch an die diplomatischen Kräfte unserer Kanzlerin setze. Gleich kommt als nächster Redner, den wir gleich live übertragen werden, der Innenminister, der ja für die Sicherheit im Lande zuständig ist. Hier wird ja viel geredet über den gemeinsamen Kompass, darüber, dass man sich verständigen muss mit den Asylsuchenden, mit den Flüchtlingen, die hier bleiben wollen und hier in Deutschland leben wollen. Ist da wirklich ein Mehr notwendig? Haben wir in der letzten Zeit, in den letzten Jahren unsere Werte zu sehr aufgegeben? Ich weiß nicht, ob wir sie aufgegeben haben, aber ich habe den Eindruck, es war einfach nicht so notwendig, sie zu betonen, wie wir das jetzt müssen. Und ich denke schon, dass die Forderungen, die wir auch, wir sind ja bereit, sehr viel zu geben. Also den Eindruck habe ich schon, das Signal geht ja auch von diesem Parteitag aus. Aber genauso müssen wir fordern, dass unsere Werte geachtet werden und wir auf Recht und Gesetz versuchen, die Großzahl von Menschen, die zu uns kommen, zu integrieren. Und da erwarten wir natürlich auch, dass die durchaus auch anspruchsvollen Ansagen auch wirklich umgesetzt werden. Das finde ich